Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mal wieder ein Unboxing für dich. Und zwar hat mich die liebe Julia darauf gebracht, dass es doch bei der Apotheke zur Rose eine neue Special Box gibt. Und die habe ich mir bestellt. Und die habe ich sogar zweimal bestellt, damit du auch eine in diesem Video gewinnen kannst. Also, wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu gucken, was in dieser Box drin ist, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und wenn du überhaupt kein Video mehr von mir verpassen möchtest, dann klick doch einfach hier unten mal auf den Abo-Button. Und am besten aktivierst du auch noch die Glocke, dann wirst du auch darüber informiert, dass ich ein neues Video hochgeladen habe. So verpasst du auch kein cooles Video mehr von mir und auch keine Verlosung und kein Haul, kein Unboxing, keine Review und sowas alles. Ne? Fände ich voll cool. Ja, und ich finde die Box übrigens voll toll. Die kostet 15,99 €. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Die sind nämlich nicht so heiß begehrt wie zum Beispiel die Medpacks oder die Doc Morris Box oder, weil die nicht so bekannt sind. Ja, sie hatte mich angeschrieben und mir gesagt, Mensch, Claudi, die gibt's gerade. Bestell die dir doch mal und mach die auf. Alles klar. Mach ich. Bin ja ein kleiner Boxenfan und die finde ich auch von der Größe her super. Das ist wie so ein Schuhkarton. Und ja, hier steht drauf, gesund und schön. Die Box ist echt hübsch, ne? Du hast da so ein florales Muster. Und hier ist es violett an der Seite. Und dann machen wir die mal auf. So, ich öffne die Box. Und als erstes ist hier schon mal ein Flyer drauf, wo drin steht, was drin ist. Und direkt die ganzen Produkte. Ei, das ist ja der helle Wahnsinn. Guck mal, die ist prall gefüllt. Huch, dann schauen wir mal rein. Oh, guck mal. Das ist ja auch hübsch von innen. Da sind die einzelnen Blumen aufgeführt und beschriftet und so. Mit Kamille und Rose und Ringelblume und Lavendel. Ei, die ist schön. Das ist eine tolle Box. Allein schon von der Optik her, ne? Das gefällt mir schon mal ganz gut. Und hier scheinen auch einige Produkte so im Bereich Nahrungsergänzung drin zu sein. Und vielleicht auch so ein bisschen, ja nicht Medikamente, aber ne, so werden wir gleich sehen. Aber wenn ich halt so reingucke, sehe ich halt ganz viele Medikamentendöschen, Packungen, diese Schachteln. Ne? Also als erstes habe ich hier von Doppelherz Aktiv Vitamin B12. Multitalent für Energie und Gesundheit. Vitamin B12 trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung bei. Das ist super. Das ist super, ja. Mit Orange- und Granatapfelgeschmack. Und das sind dann so Tübchen, Sachets, wie heißt das denn? Portionsbeutelchen mit Kügelchen drin. Und das kann man sich wohl irgendwo noch mit reinmachen. Man muss halt immer bei diesen Nahrungsergänzungsmitteln aufpassen. Am besten mal einen Bluttest beim Arzt machen lassen, dass man, wenn man vielleicht sowieso schon zu viel von einem bestimmten Vitamin hat, dass man sich nicht sowas nochmal dazu gibt und dass man sich auch vielleicht nochmal vom Arzt beraten lässt, was für Vitamine denn für einen vielleicht sinnvoll wären und da dann entsprechend das Produkt zu sich nimmt. Das kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Nicht, dass man dann auf einmal einen Überschuss hat. Das wäre natürlich ungesund und genau das Gegenteil von dem, was man ja mit solchen Produkten erreichen möchte. Also immer mit Vorsicht genießen und keine Ahnung, ein oder zweimal im Jahr mal einen Bluttest beim Arzt machen und das untersuchen lassen. Ja, aber das finde ich schon mal ganz gut und das ist vegan und das ist toll. Das gefällt mir. Kann ich gut gebrauchen. Ach, wer kennt es noch von damals? Sanostol. Da gibt es jetzt tatsächlich von Sanostol auch Lutschtabletten, Multivitamine und Calcium. Und da sind 3 Stück drin. Schwangere Frauen und Frauen, bei denen eine Schwangerschaft nicht ausgeschlossen werden kann, sollten vor dem Beginn des Verzehrs ihren Arzt befragen. Solltet ihr meistens so oder so machen, wenn ihr irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine oder wie auch immer zu euch nehmen möchtet, ne? Wie eben schon erwähnt. Ja, und Calcium ist gut für die Knochen und ja, deswegen, interessant, ist mal so eine kleine Geschichte und da sind halt auch Kinder abgebildet, ne? Meistens gibt man sowas dann ja Kindern fürs Wachstum, für die Entwicklung des Körpers und so. Ein kleines Flashback zu damals. Oh schön, ein Freiöl-Lippenbalsam, 3-in-1 Pflege, trockene und sensible Lippen, ja, mit Mimose, Shea-Butter und Vitamin E. Das ist ja cool. Über das Wort Mimose musste ich ein bisschen schmunzeln, denn ich werde manchmal als Mimose bezeichnet. Mimosen sind Blumen, nämlich die bei kleiner Berührung, oder die halt sehr empfindlich sind, und bei kleiner Berührung ziehen die sich dann auch schnell zusammen. Das sind total, google das mal, das sind ganz witzige Blumen. Und ja, deswegen, daher kommt auch die Bezeichnung, du bist eine Mimose. Und das ist hier so ein Lippenbalsam in so einem Tübchen und ja, den werde ich dann mal verwenden. Aber der ist nur 6 Monate haltbar, das nach Anbruch halt, ne? Deswegen mache ich ihn jetzt nicht auf. Und das finde ich gut. Lippenbalsam kann man jetzt auch sehr gut im Sommer gebrauchen, finde ich. Der ist jetzt, glaube ich, nicht mit Lichtschutzfaktor oder so, aber der ist einfach gut, wenn du halt trockene, spröde Lippen hast. Und das kann man jetzt
wenn dann irgendwann mal die Sonne scheint, auch sehr gut gebrauchen, weil man die Lippen, finde ich, jetzt auch sehr gut pflegen muss, soll, sollte man. Ja, sollte man eigentlich immer, aber, ne? Genau. Sehr gut, von Hansaplast eine Wundheilsalbe, die kann man immer gebrauchen. Für Wunden und geschädigte Haut, schnelle Wundheilung hilft, Narbenbildung zu reduzieren. Jo, das ist so eine klassische 20 Gramm Creme, die man eigentlich immer irgendwie, finde ich, im Schrank hat. Also wir haben echt viel solcher Cremes immer bei uns, weil ich bin ein Tollpatsch, ich renne überall gegen und brauche das dann auch mal. Da muss man immer vorbereitet sein. Und ja, das ist hier so eine Tube. Und Hansaplast ist ja auch eine bekannte Marke, also von daher. Also ich glaube, das ist eine ganz gute Geschichte hier mit der Box. Von Diasporal oder Diasporal 400 extra Direkteinnahme ohne Wasser. Magnesium, aha, mit Orangengeschmack. Da sind 10 Sticks drin und ja, das trägt zu einer normalen Funktion von Muskeln und Nervensystem bei. Auch das hätte ich heute Morgen gut gebrauchen können, denn ich habe sehr viel Muskelkater aktuell. Ja, wir haben Betriebsausflug, Bootsausflug, wie auch immer. Ne? Da habe ich mich bewegt in einer Art und Weise, wie ich mich sonst nie bewege. Und ich bin ein Bewegungslegastheniker, Leute, wirklich. Es ist furchtbar. Ich fühle mich, als wäre ich 80. Es ist so peinlich, weil ich war mit die Jüngste auf dem Boot. Ja, egal. Genau. Ne? Mit Orangengeschmack. Und da brauchst du kein Wasser für. Das gibst du dir einfach so rein. Organisches Magnesiumcitrat mit Magnesiumoxid, extra frisch und durch natürliches Orangenfruchtpulver, ohne Zucker, ohne künstliche Süßstoffe. Glutenfrei und laktosefrei. Däh. Jo, ne? Das kann man gut gebrauchen, wenn man vielleicht mal irgendwelche Bewegungen gemacht hat, die man normalerweise nicht machen würde. Die hatte ich jetzt tatsächlich auch schon, ich glaube, in zwei anderen Apothekenboxen drin. Das ist von Eucerin eine All Control Sun Gel. Und ja, das ist halt für ein angenehmes Gefühl mit Lichtschutzfaktor 50. Das ist sehr gut, weil hoher Lichtschutzfaktor ist immer sehr gut, finde ich. Also auf jeden Fall bei mir. Für Mischhaut bis unreine Haut, Antiglanzeffekt, langanhaltend mattieren, also fürs Gesicht. Das ist auch eine praktische Größe von 20 Millilitern. Die kannst du immer super so mit in der Handtasche haben und dir dann einfach aufgeben. Und das, ja, wird in meine Backup-Sammlung wandern. Oder ich gebe es weiter zu meinen Freundinnen, denn ne, man hat mittlerweile relativ viel Sonnenschutz. Und noch ein Sonnenschutz von La Roche-Posay, auch mit 50 plus Sonnenschutz, ein Wet Skin Gel. Mhm. Guck an. Ja, auch sowas hatte ich, glaube ich, mal, wobei nicht mit Wet. Das finde ich interessant. Das gucken wir uns mal an. Vielleicht ist es wasserfest. Atelius XL, Sensitive und... Oh, das ist für mich perfekt, weil das ist für Menschen, die eine leichte Sonnenallergie haben oder die allgemein nicht so sonnenresistent sind. Das ist super. Das ist was für mich. Das ist sehr, sehr gut. Und ja, das finde ich super. Sensitive and Sun Intolerant Skin. Und es ist water resistant. Sehr gut. Da ist der Sommer bei mir doch wohl gerettet, oder? Eucerin pH5 Lotion beruhigt strapazierte Haut. Aha, empfindliche und trockene Haut. Guck. Noch so eine schöne Creme von einer bekannten Marke, die man sehr gut gebrauchen kann. Das finde ich ja super. Nette Box, muss ich gestehen. Also dafür, dass da so wenig, ne, dass die so verfügbar war. Krass. Spendet langanhaltend 24 Stunden Feuchtigkeit für widerstandsfähige und weniger empfindliche Haut für Kinder ab 3 Jahren und Erwachsene. Also entweder werde ich die benutzen oder meine Mutter. Und ja, für empfindliche und trockene Haut. Ja, sehr, 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 sehr gut. Das ist so ein Typchen, ne? 15 Milliliter, glaube ich. Ne, 20. Einmal den ganzen Körper eincremen und das Typchen ist leer, ne? Also, ja, das werde ich vielleicht so als Aftersun, wie auch immer, verwenden und dann ja mal schauen und berichten, wie sie so war. Doch, die werde ich selber verwenden. Sehr gut. Empfindliche und trockene Haut. Läuft. Mensch, da sind coole Produkte drin. Hier von Freiöl Med, 24 Stunden Feuchtigkeit, ein Gesichtswasser. Klärt und vitalisiert alle Hauttypen und sensible Haut. Das ist ja mega schön. Ich glaube, so eins habe ich bereits. Und jetzt habe ich noch ein weiteres. Ich benutze unheimlich gerne auch das Rosens Rosenwasser. Aber wenn die irgendwann leer sind, dann werde ich hierzu übergehen, weil ich habe jetzt dieses und ich habe jetzt auch schon ein weiteres von Freiöl. Und ja, ne, es ist nichts besser, als der Gesichtshaut was Gutes zu tun. Ne? Genau. Geil. Das freut mich, dass sowas da mit drin ist, ne, Leute. Ich meine, im Prinzip ist auch Rosens keine günstige Marke oder so, aber, ne, das hier ist dann deutsche Qualität aus der Apotheke. Da, ich weiß nicht, irgendwie hat man da so ein ne, wohligeres Gefühl, ein noch wohligeres Gefühl dabei, oder? Also, geht nur mir das so? Ich weiß es nicht, aber, ne, so empfinde ich das halt. So, ja. Ein weiteres Produkt von La Roche-Posay und zwar ein
Oh, ein Micellenwasser. Ultra. Mhm. Reactive Skin. Cleansing. Warte mal, nochmal hier. Cleansing, Make-up Removing, Anti-Tightness, Anti-Redness. Ohne Parfüme. Okay. Ja, das ist ein Make-up-Entfernungsprodukt. Damit kannst du dir entsprechend dein Make-up runternehmen. Und dann ist es auch noch hautfreundlich. Okay. Ich bin nicht so der Fan mehr von diesen Micellenwassern, aber ich kann es ja mal ausprobieren. Ich meine, wenn es gut ist, dann werde ich es verwenden. Micellenreinigungsfluid Ultra. Für überempfindliche, reaktive Haut. Was heißt reaktiv? Aber überempfindliche Haut habe ich manchmal so an der Augenpartie und dann bin ich sehr, sehr vorsichtig. Deswegen ist das ganz gut. Ja, das wird auf jeden Fall auch verwendet. Das ist ein Oschi. Elon Body Shave Balsam. Für die medizinische Hautpflege für strapazierte Haut nach der Haarentfernung. Beugt Rasurpickeln vor und Hautirritation. Ach, das finde ich super. Das finde ich großartig. Das kann ich gut gebrauchen, denn ja, sowas kriege ich oft. Da habe ich meine Probleme mit und dann finde ich super, wenn sowas mit drin ist. Balsam nach der Haarentfernung gleichmäßig auf die rasierten Hautstellen auftragen, für alle Körperstellen geeignet, einschließlich Intimbereich. Der Balsam lässt sich gut verteilen, zieht schnell ein und hinterlässt ein angenehm wohltuendes Hautgefühl. Sehr toll. Das gefällt mir. Das können sowohl Männer als auch Frauen verwenden. Das finde ich auch sehr nice. Also, weil solche Boxen holen ja nicht nur Frauen, das holen ja auch Männer, ne? Und das ist echt ein stylisches Typchen. Und das finde ich großartig. Hier steht es auch nochmal. Unisex-Balsam zur Vorbeugung gegen Rasurpickel, Rasurbrand, Hautirritation und Hautrötung. Sehr gut. Ja, Mensch, das gefällt mir. Das finde ich super. Wonach riecht das? Nach nix. Kommt wie so eine Milch da raus. Also so ein, ja, ne? Ja, milchig. Aber nicht zu flüssig. Also das heißt, es läuft dir nicht weg. Und es riecht wirklich angenehm. Halt so einen typischen Apothekencreme-Geruch hat das. Ja, Creme, leicht kräuterig, ganz, ganz leicht kräuterig nur. Sehr angenehm. Und es zieht schön ein. Also das, die Haut fühlt sich jetzt auch gerade ganz weich an, Leute. Schönes Produkt, cool. Mensch, so ein Produkt habe ich auch gerne in Boxen drin, weil das hast du nicht überall. Das hat man nur selten drin. Und jetzt kommen wir zum letzten, und das finde ich schon wieder witzig, von TTZ Carotin. Werde ich jetzt orange, man weiß es nicht. 15 Milligramm Carotin und Hautschutz. Das sind Sonnenvitamine für schöne und gebräunte Haut. Mit Beta-Carotin. Natürlich könnte man sich auch einfach Möhren essen. Oder man nimmt sich solche Tabletten. Läuft. Ja, da sind 30 Tabletten drin und das ist Laktose- und glutenfrei mit Beta-Carotin und Antioxidanten, ausgewählte Nährstoffe für die Haut. Ja, das werde ich mal ausprobieren, ob man dadurch wirklich brauner wird. Man kann natürlich nicht den Test machen, ne? So eine Seite mit und eine Seite ohne, weil man nimmt es ein und man hat ja einen Körper und einen Magen und einen, ne? Aber finde ich interessant, wenn mir das ja helfen würde, wirklich braun zu werden und nicht rot. Ich würde eine Party feiern innerlich, ich sag dir das. Ich bin sonst eher so der Typ Krebs und weniger der Typ Braunbär. Der Wert der Produkte liegt bei 43,79 €. Jedenfalls steht das auf dem Flyer, der mit in der Box war. Und das finde ich schon mal krass, weil das ist ja das Dreifache von dem, was man für die Box bezahlt hat. Natürlich, nicht alle Produkte hätte man sich jetzt so gekauft oder wird man so verwenden. Aber es sind alles Produkte, die man verwenden könnte. Und das finde ich gar nicht so verkehrt. Nicht jeder hat sich dann direkt mal 3 Apothekenboxen gekauft, so wie ich, und hat dann auch noch ein paar andere Boxen im Abo. Das heißt, ganz normal, Otto Normalverbraucher kann alles davon ganz normal verwenden. Ich finde es super. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Und wie gesagt, die Box da unten wird verlost in diesem Video. Schau dafür einfach unten in die Infobox rein, da steht alles Relevante drin. Deswegen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen, fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich echt drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!